Es ist doch ein schönes Spiel. Ach, Crash war schon immer mein Held. Er ist mir so ans Herz gewachsen. Ah! Crash ist da! Karodov! Und er spielt sein eigenes Spiel. Das ist eine Fanversion eines eigenen Spiels, aber fast hast du es richtig, ja? Gut. Ich bin echt stolz. Gut. Ich habe mich gerade wehgetan. Mein Name ist Tamato. Ich bin Anderswelt. Und Crash Bandicoot? Ist Crash Bandicoot. Ist dabei, wolltest du sagen. Absturzbande, süß. Absturzbandemonium. Pandemonium. Hey, Pingu, Pingu. Pingu, Pingu. Pingu. Ja. Ah ja, was macht ihr mit diesem Spiel? Drehen? Cool. Eine Runde drehen. Was heißt überhaupt eine Runde drehen? Mein Auto fahren. Crash Bandicoot Schmutz. Crash Bandicoot. Ich bin weg. Yo! Hey ho! Spann den Wagen an. Seht der Wind treibt Regen übers Meer. Land. Halt die goldenen Gabel! Halt die goldenen Gabel! Hört auf, da fangt euch. Mir wird schlecht. Bei Crash. Alles ist weg. Bei den Crash. Kauft den Crash. Kauft den Crash das nicht. Den Crashkurs. Kauft den Crash. Das darf sich der Boss von Activision und dann was im Crash schon geschehen. Ja, hast du recht, Crash. Um dich was geschehen nämlich. Ist ein Abgrund! Ist das ein Flugzeug? Nein! Es ist. Ein Abgrund! Was? Es gibt so einen englischen Let's Player, der heißt Toboscus. Ja, den kenne ich gut. Den habe ich. Und der hat in einer Folge, also er hat so ein Video gemacht, der spricht der Deutsch, weil der kann ein bisschen Deutsch. Und dann fliegt sein Flugzeug dabei und der so, ist das ein Flugzeug? Das fand ich lustig. Fand ich auch lustig. Bubblegum. Brrr. Yo! Yo! Was sagst du? Ich schaue mir Adventure Time auf Englisch und plötzlich sagen sie so deutsche Wörter wie Auf Wiedersehen! Echt? Oder Gesundheit! Echt? Ja. Glaube ich dir kaum. Besonders Princess Bubblegum. Echt? Ja, echt. Oh. Verschwörung oder doch? Nein! Das verkehrte Fragezeichen! Spanische Kiste oder was? Spanien! Kaputt. Espanol? Da geht's rein, wo ist deine Höhle oder was? Ja. Apropos? Nein. Spanien. Ja. Zwei Zuschauer, ja, dann habe ich mir zu dir recht. Oder war es nur drei? Drei. Eins und eins. Also, was soll da was? Finnisch! Die Sprache Finnisch hat ein eigenes Wort für. Ich frage mich, ob ich ziellos durch die Gegend laufen soll. Echt? Oh. Ja, ein eigenes Wort dafür. Oh. Ich frage mich, ob ich ziellos durch die Gegend laufen soll. Und wie heißt dieses Wort? Was? Hacker Mode on oder was? Nein! Dem Crash wurde nur die Beutelhärte lang. Crash! Crash Bandicoot just crashed! Ich mach mit. Hört auf zu kämpfen und gib mir den Kunden. Bist du dumm? Bist du dumm? Was mach ich da? Bringt, dass es geht. Was heißt die 30 dort? Ups. Ich hab keine Ahnung. Wir spielen es auch. Es ist Crash Bandicoot. Und das war... Geht's jetzt weiter oder nicht? Ist der Part nicht schon aus? Nein, es ist nur die Hälfte. Ach. Den Levels wieder von vorne anfangen. Ja, der ist eh nicht so schwer. Boah. Ist ja Mann. Nicht so viel. Jetzt müssen wir wieder Speedrun machen. Mhm. Ja, das könnte hinkommen. Jetzt müssen wir auf Load Game drücken, also nicht verpassen, gell? Vermasseln meinst du? Ja, so geht's.
Und wir haben es geschafft. Und kommt die, da stand Game Saved. Ich habe mal einen gesehen. Ja. Und der hieß Mr. Ragtime, okay? Cooler Name. Ja. Wisst ihr, was er getan hat? Er hat die Tiny Tunes Theme auf dem Piano gespielt. Kaum zu glauben, er hat's gemacht. Er heißt Mr. Ragtime. Er nennt sich Marcel Davis. 1:1. Ich bin manchmal am Telefon, Marcel Davis. Aber manchmal bin ich nicht zu erreichen. Ach, warte, mir fällt immer runter. Ich bin der Meister der Kundenzufriedenheit, Marcel Davis. Der neue Leiter für Kundenzufriedenheit. Mein Name ist Marcel Davis! Ihr wisst schon Bescheid, reagiert er manchmal nicht, gell? Damit können Sie von Sofa aus mit Freunden surfen, aktuelle Nachrichten vernetzen, Videos lesen. Videos lesen? Und natürlich auch Marcel Davis bearbeiten. Wie geht das mit Spaghetti? Ich singe nicht von Spaghetti. Von Spaghetti will ich nicht singen. Ja. Ich singe nicht von Spaghetti. Nein, ich sing von nicht Spaghetti. Ich sing von Eiern, Salz und Mehl. Mehl, Salz und Ei. Mehl, Salz und Ei. Und dann böse Wörter. Oh, ich zumindest. Wieso ist überhaupt Nitro? Wer ist euer Lieblingswrestler? Außer John Cena. Stone Cold Steve Austin. Austin Stone Cold. Ja. The Rock. Gut. Und deiner? Fergie Pandemonium. Okay, der existiert nicht, aber Fergie. Der wird irgendwann existieren, oder? Fergie Pandemonium? Ich glaube, du meinst wohl Fergie Dem. Dem? Schau, ich kann es. Crash Bandicoot, der hat's einfach drauf. Der Hannes, der kann es. Der Hannes kann es. Aber fragt sich wohl, ob er... Ob er es wirklich kann. Weil er tut nur so. Ich denke, ich kann. Aber dann denke, ich kann. Aber dann gibt es solche Klischeesätze wie Willi will's wissen. Das ist genau das. Willi will's wissen? Wer ist Willi? Keine Ahnung. Aber er will's wissen. Naja. Willi Waldo? Ihr kennt sicher, wo ist Walter? Das, ja. Das ist ja was Bekanntes. Hey, das ist doch auf der Wii, oder? Es gibt ein... Echt? Ein Buch. Ja, es gibt Bücher. Aber wo ist Walter gibt es, glaube ich, auch für die Wii. Als... Okay. Wii Shop Digital Download Dings da. So. Was haltet ihr denn überhaupt von solchen E-Books? Kaputt. Crash Bandicoot Schleim. Schmutz. Ja. Was haltet ihr von E-Books? Und sagt jetzt nicht solche dummen Sprüche wie Nein, gibt's mir eine richtige, gute und gescheite Antwort. Nein. Keine Ahnung, ich hab noch kein E-Book gesessen, weil. Jetzt weiß meinst ich. E-Book-Gerät oder E-Book? Bücher. Jetzt weiß ich, wo alles liegt. Ich habe mal raufdrückt, dann springt er auch. Ist euch das schon mal aufgefallen? Kann nicht sein. Doch, oder? Wenn man, kann nicht sein. Schau, wenn man raufdrückt, springt er auch. Wow. Was bedeutet das? Im Brawl nachmachen. Das hat uns irgendwie die ganze Zeit, glaube ich, verwirrt. Warum? Unbewusst. Ja? Das. Deshalb schaffen wir es einfach nicht. Ey, ja, stimmt, wir müssen einen Speedrun machen, okay? Ja. Ja, das ist BLB Streams. Wir sind ja eigentlich ein Speedrun-Kanal. Obwohl ja. Das nicht, obwohl Speedrun das, im Schneckentempo. Ja, genau. Speedrun im Schneckentempo. Das ist unser Motto. Wow. Ich verstehe die Radfahrphysik nicht. Ich auch nicht, ich hasse die. Ich glaube, ich habe es erst einmal dein Leben durchgeschafft ohne Akku. Und wie ich das gemacht habe? Marcel Davis. Marcel Davis. Schau da, wenn du den Akku hast, dann kann dir eigentlich nichts passieren, okay? Na Gott sei Dank. Schon, dass du den Sprung heile schaffst. Und dass du den Akku da jetzt nicht verlierst. Und das ist ja leicht. Schau, jetzt kannst du ihn ruhig da verschwenden, wenn du es nicht schaffst. Ja. Ja. Hast du es wieder verschwendet. Ja, tschüss Akku. Dun 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 dun. Die Musik ist richtig schön. Ist der Part aus? Der Part ist aus. Für die YouTube-Zuseher, wir sehen uns bald im nächsten Part. Für die Stream-Zuseher, es geht gleich weiter.